So, ein herzliches Hallo und willkommen zur nächsten Folge King of Retail. So, wir haben hier noch Konzeptpunkte. Ja, Punkte gesammelt, dass wir die durchschnittlichen Sachen freischalten können. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir neue Klamotten bekommen. Also, oder Schuhe in dem Fall. Wir überweisen nochmal 5000. Oh Gott. Und dann gehen wir hier raus. So, 2400 haben wir nur noch. Schwierig. 7. Also, 7 ist die Stufenanzahl. Also nicht die Stufenanzahl, die Stufe unseres Geschäfts. Das ist Erklärung für die Zahl, die da mal steht. So, wir gehen mal ganz kurz in Artikel. Und dann lässig. Ich. Oh, was? 20% Rabatt? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Sind hier neue Schuhe dabei? Tja, frag ihn einen Storch. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, Laden ist eröffnet. Da hinten kommt unser Lieferboy. Was? Boah, hat einige vergessen. Naja, gut. Das ist hier nicht dramatisch in dem Laden. Müssen wir leider nochmal warten. So, zack, zack. Ach so, hier sind die Sachen, die fehlen. Ich hoffe, dass wir trotzdem irgendwie alles zusammenkriegen. Haben wir noch Sachen im Lager? Nee. So, buongiorno. Excuse me. Oh. Yeah. Alright. Well, I gotta help you. So, 100%. Thanks. Yo. Hatte ich das jetzt zum Kaufen überzeugt? Überzeugt vor allen Dingen. So, du willst die gleichen Schuhe. Thanks. Bitte. Brigitte. Oh. Was ist denn? Gott, echt? Du willst so eine scheiß Treter haben? Nein! Ah, eins zu viel. Aber ich glaube, sie hat trotzdem irgendwas gekauft. War der Lieferboy? Nee, wollte schon sagen. War der schon da? Können ja nicht viele sein, oder? Zwei. Wow. Ja, die hessischen Pantoffeln hier. Habe ich mir auch wieder schön Schmutz zugelegt. Aber anscheinend ist die Kundschaft. Naja. Also es kommen immerhin schon mal ein paar mehr Kunden rein. Hey. Was ist denn hey? Ja, wir haben Schuhe. Bist du in einem Schuhladen, mein Freund? Oh Gott. Ja. Leider nicht gepasst. Schade. So, können wir noch mal ein paar Leute anwerben? Du zum Beispiel, ja? Ja. Na dann. Oh, du hast sogar ein relativ großes Bedürfnis. Thanks. Was ist mit dich? Sehr interessant. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Ach, hat nicht gereicht. Ja, ja. Komm mal, ich komme. Ja, ist schön, dass du die Sachen dringend gebrauchen kannst. Ah. Ah, okay. Kundschaft an der Kasse. So, immerhin hier. Okay, hat keiner was gekauft. Ledger. So, nochmal kurz ein Screenshot gemacht. Geht's zur Kasse? Jetzt.
Ja, ich muss unbedingt mein Sortiment erweitern. Hey, have a minute? Yeah, of course. Wie wäre es denn mit den roten? Käme mir niemals in den Sinn. Na super. Ah, ich komme ja schon. Thanks. Kauft's trotzdem, wa? Ja. Hi. Spare 2 seconds. Alter, ich hab dir gerade schon geholfen. Ja, das ist mir klar, dass du gerade keine Schuhe brauchst, weil du hast ja schon welche gekauft. Thank you. Aber doppelt hält besser? Nee. Ja, ich glaube aber, der Tag ist ganz gut gelaufen. Und wir haben nur 3 Stunden. Also bei dem Umsatz könnte man sich eventuell auch einen Angestellten holen. Ach, ich brauche unbedingt einen, der draußen Werbung macht. Ich finde es schade, dass ich draußen keine Werbung platzieren kann. Also sowas wie Schilder und so ein Mist. Yes. Auch der hat gekauft. Sie nicht. Ich weiß nicht, was mit der rechts ist. Auch was sie kauft. So, letzte Stunde. Und dann können wir den Laden zumachen. Mit einem, glaube ich, ganz guten... nein. Ganz guten Gewinn. Scheiße. Das war knapp. So, very interesting, she said. Oh, hat geklappt. Thanks. Bitte. Feierabend. So, dann zahl nochmal, Mädchen. Wir bestellen die Ware nach, die sehr gut wegging. 24. Bester Schnitt. Ja. Verlass erstmal den Laden. Mal gucken, ob wir eingenommen haben. 1100. Yeah, baby. Okay, wir gucken erstmal unsere Nachrichten an. Verkauf von Casual Clothes. Ja, das habe ich gesehen. Die Prozente. Ja, ist ja eher alles Miete. Genau. Also wie gesagt, theoretisch könnten wir nochmal ein bisschen was einkaufen. Niveau, naja, fast 8. 1200. Ja, das war doch mal ein erfolgreicherer Tag. Was könnten wir denn nochmal kaufen? Die Dinger könnten wir eigentlich mal uns leisten. So, hier kommt für 800. Da passen 4, glaube ich, noch rein, ne? Ja. Komm, dann bestellen wir nochmal ein paar Artikel. Ein paar neue Schuhe. Machen wir ein paar stilvolle. Okay, die gehen gut weg, auf jeden Fall. Kaufen wir uns mal die hier. Für 1200, wir stellen das nochmal woanders hin. So, Farbschema. Kann ich das hier nicht... Ich kann das doch irgendwo kopieren. War das hier? Ja, kopieren. So, stilvoll würde ich in Schwarz dann aber machen. So. Hast du diesmal alle Waren am Start? Die neuen sind nicht dabei, ne? Nee. Hey, have a minute. Ja, bin gleich bei dir. Ah, die schwarzen Dinger gehen auch super weg. Komm, mach hin. Thanks. Oh Gott. Graue, braune Boots. Okay, ist ja auch nicht sein Fall. Reicht aber. Hi,
spare. Thanks. Sag mal, ich hab doch gerade mit dir geredet. Wie wär's mit den Weißen? Thank you. Bitte. Ja, ich glaube, sind immer alle Artikel voll. Also ich glaube, unsere Werbung müsste auch bald auslaufen. Also wir haben ja hier diese komische Werbung gemacht. Hallo Kunde. Ja, na dann kommen Sie mal rein. Und ja. Ja, bitte. Sehr schön. Ah, naja, gut, aber auch der hat ein bisschen Bedarf. Thank you. Sehr interessant, super. Hey, got a second? Thanks. Jo, was denn los? Na, hast du doch was gefunden, wa? Na, eigentlich kann ich dich in den Laden gehen. Rini holt. Ach, man muss hier so viele Sachen gleichzeitig gerade machen. Schwierig. Aber es läuft langsam, aber sicher an. Ja, warte. Muss nur ganz kurz abkassieren. Oh. Ah, scheiße. Ah, das wird nichts, oder? Oh, ganz knapp. Hm. Schade. Thanks. Also er ist zufrieden mit der Beratung, aber ich glaube, kaufen wird er nichts. Oh, doch. Na, da wird die Kauf wird da, super, super, super. Jo, warte. Oh, Flipflops. Was haben wir denn überhaupt? Haben wir nicht immer noch hier irgendwie Winter? Oha. Thank you. Ach, jetzt bin ich ins Lager gelaufen. Mann. Wer stellt denn die Kasse auch genau daneben? So, hatte sie nicht zwei? Nee. So, der Mann im gelben T-Shirt. Sucht neue Kunden. Aber die meisten kennen unseren Laden mittlerweile. Da war mal jemand, der noch nicht den Latscher-Laden kannte. Okay, der geht raus. Ich will Leuten nochmal ein bisschen Hilfestellung leisten. Da. Ja, gut. Ich habe gerade eh nichts zu tun. Thank you. Aber wer weiß, ob die was kauft vorne im Weißen. Na. Ja, gut. Kannst ja mal vorbeigucken. Thank you. Ah, sehr gut. Die Weiße hat sogar was gekauft hier. Die weiße Feder. Ah, schaffe ich den noch? Ja. Oh ja. Ganz dringend. Braucht er Schuhe. Wobei man von außen halt immer wieder sieht, dass es Schuhe sind, ne? Wer hat denn hier geschrien? So. Thank you. Bitte. Sehr interessant. Uha, das war sehr knapp. Thank you. 17:30. Na, ein paar Schuhe müssen wir noch verkaufen. Hey, got a second. Alter, diese schwarzen Dinger gehen echt weg wie warme Semmeln. Wahnsinn. Wär's noch mit blauen dazu? Thank you. Ja, guckt aber nur an, ne?
Bin echt auf die teuren Schuhe gespannt. Tja, gelbe Dinger, großartige Idee. Thanks. 19 Uhr, letzte Stunde. Hi. 13 seconds. Ah, oh, hat doch gereicht, sehr gut. Thank you. Aber beide kaufen nicht. So, ich denke, das wird es gewesen sein. Ja, 15.000 täuscht natürlich ein bisschen, weil ich ja noch das Regal links dazu gekauft habe. So, könnt ihr bitte wieder gehen? Danke. So, 22, okay. Für 3.000 bestellen wir und dann geht's nach Hause. Miete, ja, also wir haben auf jeden Fall Minus gemacht. 1.000, aber wie gesagt, man muss die 3.000 auch nochmal abziehen. Warum eigentlich 3.000 Eigentum? Ach ne, 800 und die Bestellung, die waren auch nochmal 1,3, also 2.000 ungefähr. Dann kommen wir wieder auf so knappe 1.000 Euro Gewinn. Pi mal Daumen. So, wir kriegen ein bisschen Zinsen. Niveau 8. Konzeptpunkt. Ja, minus 900. Oder minus 1000 knapp. Aber das ist okay. Das ist voll okay. Ich sollte hier tatsächlich die ganz teuren Sachen bewerben. Das würde zumindest rein logisch und kaufmännisch am meisten Sinn machen. Wie ist denn überhaupt unsere Bewertung? Naja, ja gut, okay. Ja, ja, ist okay. Oh, jetzt kommt der Typ auch noch zu spät. Jetzt, wo ich neue Artikel habe. Oh, Junge, Junge. Ah, gut, ich habe eh nichts zu tun. So, ich weiß gar nicht, was mehr Sinn macht. Ob ich hier auf Freude oder Need gehen muss. Oh, sehr knapp. Alter, wieso kennt ihr denn alle meinen Laden nicht? Thank you. Alter, ich bin jetzt nun hier schon ein paar Tage. Also eigentlich müsste man mich schon kennen. Und ja. Thank you. Ist ja noch einer. Aber bis jetzt pfeift doch noch keiner. Also hat auch noch anscheinend keiner was gekauft. Ist glaube ich auch noch kein einziger von alleine reingegangen. Thanks. Oh, da kommt der erste Kunde. Ah, sorry. Gut, na dann füllen wir erstmal auf. Ich glaube, das wird ein sehr bescheidener Tag hier. Okay, einmal braune Boots. Die Dinger gehen auch gut weg. Und hier machen wir jetzt die, ja, stilvollen drauf. So. Du willst die schwarzen wahrscheinlich, wa? Na. Thank you. Bitte. So, ich hoffe, dass die neuen Schuhe auch gut ankommen. Alter, wieso kommen denn jetzt hier so viele Leute, die meinen Laden nicht kennen? Alter, das gibt's doch gar nicht. Also es piept auf jeden Fall sehr schön. Oh, schade. Hm. Oh, nee. Die stilvollen Dinger gehen gar nicht weg. Oh, nee. Da stehen wieder 1000 Leute davor, die meinen Laden nicht kennen.
little help. Ja. Du willst die Dinger. Na ja, dann. Oh. Thanks. Hey, got a second? Ja. Alter, ernsthaft, du willst so eine Latschen kaufen? Du hast Mut, Junge. Du hast Mut. Thank you. So, 12,2. Hey, can you help me? 16,000. Warten. Hi, spare 2 seconds. Ja, ich komm mal. Thank you. Warten. Ach so, du willst hier auch ein paar Flippies und ein Floppy. Thanks. Leute, kauft doch bitte meine teuren Schuhe, also meine stilvollen. Obwohl, die sind sportliche, oder? Nee. Hey. Hey, have a minute. So, ich hab Schuhe. Erstaunlicherweise in einem Schuhladen. Das ist auch immer eine komische Konversation. Die wissen doch, dass sie im Schuhladen sind. Warum fragen sie mich denn, was ich habe? 13,8, 2 Stunden nur noch offen. Gut, immer noch mal ein paar Schuhe verkauft. Ah, noch ein paar Schuhe. Kauft aber auch selten jemand zwei, ne? Das gibt's bei Schuhen irgendwie nicht. Das war bei Klamotten ein bisschen besser. Also ich meine, immerhin überlebe ich mit meinem Laden. Auch wenn es jetzt noch nicht so viel Gewinn abwirft. Na, sehr schön. Da wird nochmal zugegriffen. Ach, bin ich doch nochmal auf 15,000 gekommen. Naja, gut. So, Verkäufe nachbestellen. Nur 18. Ah, schwierig, schwierig. Naja, aber immerhin unterm Strich steht ein 900... Ne, 308. Oder 309. Das ist anstrengend. Gut, okay, machen wir erstmal Feierabend. Ich werde offscreen ein bisschen weiterspielen, sodass der Laden irgendwann mal auch ein bisschen rentabler ist und wir ein bisschen mehr einrichten können. Deswegen wird es morgen wahrscheinlich erstmal keine Folge Retail, King of Retail geben. Aber irgendwann später wieder. Und zwar, ja, wenn das Ganze ein bisschen effektiver ist und ein bisschen besser läuft. Und ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld gemacht habe und dementsprechend mehr Kunden habe und so weiter und so fort. Ne? Deswegen ab morgen erstmal keine weitere neue Folge. Stardew Valley und Going Medieval ist ja gerade eh am Start. Deswegen verabschiede ich mich erstmal von euch. Und ja, wir werden uns aber bestimmt nochmal wiedersehen hier in diesem schönen Spielchen. In der Hoffnung, naja, dass es irgendwann mal ein bisschen fluffiger läuft als gerade. Ne? Herzlichen Dank erstmal und bis demnächst. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen.